So, und damit herzlich willkommen zum neuen Let's Play Starfield. Endlich, yes! Na klar, nehmen wir das an. Einstellungen, wo sind wir? Ja. Ich stelle sowieso nichts ein. Also, ein neues Spiel starten? Jetzt. Yes. Das wollen wir. Bethesda Game Studios. Starfield. Oh, ich bin so gespannt. Fallout im Weltraum. Mega. Soldatum 7. Mai 2330. Das ist ein Bull. Hobby Diary. Seals are good. Oxygen's good. Just do what you did last time and you're fine. Follow my one simple rule. Hey, du redest Englisch, ich will Deutsch. Listen to Lynn. Boss lady knows best. Exactly. Listen to me. Mining's just like any other job. Go steady, go safe, go home with a pocket full of credits at the end of the day. Aha, yeah, totally. Schön, Gittertür. Yeah, I work in the Stardock, except with more cave-ins, lasers and accidental dismemberment. Very helpful. Thank you. Ah, you're gonna be fine. Your first outing was solid. Oh, ah, das ist ein Aufzug. Ach, so ist das. That's why I keep him around. Good pep talks. Yeah, and the fact that I can pinpoint a helium deposit from 300... Kriege du auch Sachen? Not untrue. Shame we won't find any down here. But the metal deposits are both bewegen. Hell, after this, we'll have enough jump fuel to bounce from one end of the settled systems to the next. Hey, more minerals, more money. And so the cycle repeats itself. Just no more unauthorized jumps in the house for rune space, okay? He's just a big baby. Yeah. There are worse lives. Schlimmeres bei Riesenbaby, glaube ich nicht. I have a good feeling about you. Group hug now or at the end of the shift? One of these days, Hella, I am going to leave you behind. Promises, promises. Einstellungen. Audio. Stimme, Musik, Sprachausgabe. Deutsch. Vielen Dank. Okay, lass uns mal sehen. Wie viel Zeit? Ich kann da nichts mitnehmen. Ein bisschen noch. Ein paar Proben nehmen? Immer. Aber nicht du. Sieh nach Isabel. Sie soll es nicht übertreiben. Ich käme hier gerne lebend raus. Verstanden. Denk daran, Dusty. Schön ruhig atmen. Und hier unten nie den Helm abnehmen. Die Sauerstoffprozessoren reichen nicht so weit. Gott bewahre, dass wir hier auf einem Felsen mit Atemluft bohren. Der Vorteil an Jobs im Freestar Collective Raum? Weniger Regeln. So ein Auftrag in den United Colonies? Bürokratie ohne Ende. Es ist da dahinter. Ich hab was gefunden. Hey, habe nichts gefunden. Boah, hat der einen Strahl drauf. Oh, ja. Oh. Guck dir das hier mal an. Ja, das sind Leute, wo sie absorben. Wie ist unser Motto, Dusty's?
Schotter gibt's für Schotter. Keine Ausnahme. Schotter gibt's für Schotter. Hey, ich mache meinen Lohn selber abbauen oder was? Wollen wir irgendwo schnell laufen? Nö, noch nicht. Das müssen wir erst lernen. Dann gilt das hier als leergeräumt. Machen wir mit der großen Ader weiter? Jawohl. Ey, du. Musst du mit jedem quatschen? Wing dein Arsch weiter. Schlimm. Oh, kann ich nehmen? Ich hab genehmt. Dusty, du bist dran. Nimm deinen Cutter und mach dich an die Arbeit. Ach so. In der Höhle gibt es Metallvorkommen. Ich rufe, wenn du dich brauchst. Boah, ich kann schnell laufen. Ich bin beschäftigt, nerv jemand anderen. Mit mir am Arsch. Yeah, wir können was machen, endlich. Bist du langsam, Mann. Okay, so Scott Spaß macht. Los, es ist Zeit. Du kommst mit mir. Können Sie ja mal probieren, oder? Komm, lauf schneller. Können Sie es kaputt machen? Nein. Ich guck mal, oder? Bin ja überhaupt nicht neugierig. So null. Habe ich Taschenlampe? Ja. Na, das war ich nicht. Seid ihr es? Oder? Na, das bin ich. Tüdelü. Alte LB um die Taschenlampe. Ah. Oha, was gibt's denn da? Ist das gut? Kann ich es kaputt machen? Ja. Na geil. Ich glaube, das Game wird voll schlimm. Es wird voll das Gelute. Geht nicht. Warum die glitzert so schön? Schaffen wir nicht. Sind jetzt die anderen? Kommt das auch mal vorbei? Was wird das? Mittag? Ah, du kommst auch mal. Wir sind nah dran, glaube ich. Es ist alles einfach. Hier ist was richtig, richtig faul. Wo ist es, Hella? Hier lang. Doch, da geht's auch noch was. Wir erkunden. Die Werte sind immer noch komisch, aber das ist gut, oder? Einfach komisch ist immer gut. Was glaubst du? Schenk.
die Sprünge. Nun. Ah. Dreieck. Komische Tastenbelegung. Keine Ahnung, für was wir das brauchen, aber ich nehm's mit. Eigentlich ist das voll praktisch, wenn da so ein Drumloch drin ist. Wir müssen wir nicht ausheben. Neodym. Da gibt's nix. Ey, die sind schon vorgegangen. Weißt du? Oder? Nö. Sind alle noch da. Ach, das ist mein Ziel. Ich glaube, wir sind mal reich, oder? Sagt, dass wir reich sind. Ist das Südbund? Würde ich uns einfach schon übersehen. Kann auch sein. Ja, ist auch nicht gerade der Vorschub gefunden. Ich will das abbauen. Kann ich das abbauen? Nutze den Cutter um das Mineralvorgang. Habe ich schon probiert, Mann. Hat nicht funktioniert. Sind wir jetzt woanders, oder was? K.O. Kein körperlicher Schaden. Mental abwarten. Weißt du, wer du bist? Neuling bei Argos Extractors? Klingelt da was? Kommt dir hier was bekannt vor? Boah, so typisch Fallout-mäßig. Ich find's geil. Oh Gott. Profil wählen. Irgendwie cooler. Fangen wir mal bei 1 so. Anpassungen können später in einem Genlabor gemacht werden. Oh Gott. Was für... Machen wir uns einen Space Cowboy? Macht der schon cool aus. Das ist Nummer 7. Ich glaube, wir nehmen 7. Eine Oma. Den hat man gerade. Oder bauen wir uns so eine schöne rothaarige wie in Diablo. Interessante Haarfarbe gewesen. Ich glaube, wir bauen uns eine rothaarige wie in Diablo. Wo war jetzt die?
Auf die wollte ich aufbauen. Elbi, die will ich haben. RB, Mann. Nicht schwer. Bisschen muskulös. Schon ein bisschen athletisch, oder? Ach, da kommen noch mal. Stil. Gesicht. Ein bisschen Farbe steht uns gut. Verfeinern. Mal ein bisschen schmäleres Gesicht. Jo. Haben wir das jetzt? Ja. Haare. Ich will so richtig schöne, lange rote Haare. Ich schaue aus wie so Kinder des Atoms. Da wäre es ab also 25. Merken wir uns einmal. Okay, 25. Haarfarbe, haben wir noch ein bisschen geileres Rot? Anscheinend nicht. Oder? Oh. Ja, Nummer 21. Da kann man nicht verfeinern, ne? Nein. Vier Feinern. Schmal. Ach, okay. Kleine Größe. Kennt jetzt keinen Unterschied. Zurück vor. Formmix. Gott, was ist das?
Also irgendwie gefällt mir aber das Gesicht irgendwie noch nicht so. Das ist mir immer nur. Zu eckig. Ein neuer Charakter auswählen und eine aktuelle Änderung verwerfen. Ja. Ich kann ja auswählen, ne? Die Gesichtsform, meine, gefällt mir schon besser. Bisschen so. Kopfform. Verfeinern, ne? Lass mal so. Okay, wo sind's? Waren das 25? Jo, dann die roten wieder. Yeah, schaut doch besser aus. Und die Augen, das finde ich so ein bisschen komisch. Doch lieber die Hintergrund. Oh Gott! In dem besiedelten System wimmelt es von feindseligen Lebensformen, von den Ashtar auf Akela bis zum Terrormorph. Hast du gelernt, dass diese zu jagen und zu erlegen? Wertvollste gute Menge ist der Sauerstoff, die verbessert Lungenkapazität, die durch ein regelmäßiges Fitnesstraining entwickeln kann. Oh Gott! Jahrhundertelang Konflikte haben gezeigt, wenn es darum geht, Gefahren zu beseitigen. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Leichen. Sicherheit. Ja, ganz gewiss auch nicht. Dateifehler. Konflikte haben gezeigt, wenn es darum geht, Gefahren. Ah, da mischt es. Nach und nach immer weiter ins All vorgedrungen ist die Zahl der lizenzierten Piloten für die verschiedenen Arten von Raumschiffen dramatisch angestiegen. Diplomat. Entdecker. Laser. Persönliche Laserwaffen sind in dem besiedelten System weit verbreitet. Frachtflieger. Durch regelmäßige Graben man deutlich mehr Waffen Ausrüstung tragen. Oh. Okay, fliegen. Zwar beträchtliche Fortschritte im Bereich der Bordwaffen, bla bla bla, Gangster. Forschung überzeugen. Fliegen haben wir da wen. Raketenwaffen sind beliebt. Dank Spezialtraining und Innovation in puncto persönlicher Mobilität. Plündern. Es gibt Leute, die finden einfach so gut wie alles ihr Erfolgsgeheimnis. Sie wissen genau, wo und wie sie suchen. Oh. Ronin. Was haben wir jetzt gerade? Oh Gott. Wo war das mit mir? Wo man mir nimmer kann. Schleichen Sicherheit, die Medizin, nö. Gewicht heben.
Prachtflieger. Puh. Ich glaube, ich nehme den. Du hast dich für ein riskantes Experiment freiwillig gemeldet. Das Alien und Menschen dienen dafür ein. Darum startest du mit erhöhter Gesundheit und hast mehr Sauerstoff. Allerdings sind Heil- und Nahrungsitems weniger wirksam. Oh. Hast deine Crew für ein bisschen ausgebildet, repariert sich die Systeme gelegentlich vollständig, wenn es zu wenig als 50% beschädigt ist. Du bist als Mitglied der aufgeklärten Aufklärung. Du hast im Haus der Aufklärung New Atlantis Zugriff auf Spezialkisten voller Items, verlierst aber den Zugriff auf die Sanctum Universumskiste. Oh Gott, so viel sagen! Empath, du hast ein Gespür für die Gefühle anderer Personen. Extrovertieren. Freestar Kollektiv Siegler, einige Missionen der Fraktion. Nö. Helden wir ab und zu taucht ein nerviger, riesiger Fan vor, der auflabert dich voll. Im Gegenzug wird er jedoch Teil deiner Crew und beschenkt dich. Frage ist, braucht man das? In den UC geboren. Kindergram. Deine Eltern geht es gut. Du kannst sie sogar zu Hause besuchen. Ich nehme mal das. Du bist in Straßen von Neon-Missionen in Neon. Wir weisen zusätzliche Dialogoptionen und bessere Belohnungen auf. Terra Firma. Du hast dich nie ins Eldwan gewünscht. Du besitzt ein luxuriöses individualisierbares Haus. Gamer HD, vielen lieben Dank für deinen Follow und willkommen in der Community. Allerdings bedingen bei der Bank 125.000 Credits und die muss wöchentlich gezahlt werden. Boah. Und dann noch das Kinderkram. Dein Körper hat sich ans Weltall gewöhnt. Gesundheit und Sauerstoff sind dort erhöht am Boden. In welcher Traumhaus? Die Hypothek bei der Galbank 125.000 Credits. Frage, ist das immer jede Woche 125.000? Ich weiß nicht, was ich nehmen soll, ganz ehrlich. Empath. Ich will die Heldenverehrung nehmen. Und Traumhaus, ganz ehrlich, wird schon irgendwo werden. Das mit den Augen gefällt mir noch nicht so. Und ich möchte die Augenfarbe ändern. Das geht mir schon ein bisschen ab. Das schaut irgendwie so komisch aus. Naja, das lernen wir jetzt so. Beenden. Name. Benny Moons.
Dann machen wir es so. Auch wenn es nicht der typische Frauenname ist, aber hey. Wir sind mal 2330, vielleicht ist das da ein bisschen anders. Hab mir deine Akte eine Weile lang nicht angesehen. Gut qualifiziert. Ferntransport ist quasi wie Mining, nur sitzt man mehr. Okay, die Probe hast du. Der Kunde ist unterwegs, dann werden wir bezahlt. Erinnerst du dich noch an irgendwas? Es gab sein Licht und Musik. Du warst bewusstlos, das steht fest. Sonst noch was? Wahrscheinlich spielt dein Hirn dir nur einen Streich. Ja, ja, das weiß mein Hirn wieder. Der ganze Stress wegen dem blöden Ding? Sieht voll langweilig aus. Ist doch egal, wie es aussieht. Das Ding ist mehr wert, als die Mine den ganzen Monat eingebracht hat. Wir, wenn man vom Teufel spricht... Ja, so kacke schauen wir gar nicht aus. Oh. Okay.